So, hier haben wir ein Video, wo wir das Verladen eines schon etwas älteren Pferdes mitgefilmt haben. Ein Wallach, der schon sehr oft Hänger gefahren ist. Eigentlich kann man sagen, der ist sogar sehr Hänger erfahren. Das Problem, was er so ein bisschen hat, dass das Verladen an sich immer ein bisschen zu lange dauert. A, zu lange dauert. Also wir sprechen hier immer so etwa um eine halbe Stunde. Und dass der Bursche sehr gut weiß, dass er sich mit seiner physischen Kraft dem Menschen gegenüber doch sehr, sehr gut durchsetzen kann. Und es ist beim Verladen eigentlich immer so, dass der den Menschen am Hänger vorbeizerrt, dass er rückwärts geht, dass er sich umdreht und in die andere Richtung marschiert. Und jetzt letztens hat er beim Verladen die Dame, die ihn verladen wollte, sowas von an die Hängerwand geknallt, dass die 2 Wochen lang ihre Schulter kaum bewegen konnte. Die ist dann in allen schillernden Farben angelaufen. Grün, blau, gelb. Und der Bursche, der soll heute hier ein Stück weit mal lernen, dass damit jetzt erstmal so ein bisschen Schluss ist und er sich nicht so einfach mit seiner Kraft der Sache hier entziehen kann. Ich dachte mir von Anfang an, dass das jetzt nicht so eine ganz wilde Aktion wird. Und wir haben mal die Uhr eben mitlaufen lassen. Man sieht, nachdem ich die Longe eingehakt hatte, beziehungsweise das Seil, oder haben wir den unter einer Minute verladen bekommen. Und das ist so eigentlich auch die Regel. Also die Pferde verstehen unheimlich schnell, dass es hier nur eine Richtung gibt, und zwar die, die in den Hänger führt. So, und während der Wallach jetzt hier eigentlich ganz friedlich auf dem Hänger steht, erkläre ich gerade noch so ein paar Dinge. Und was mir jetzt gar nicht gefallen hat beim Ausladen, das wird man gleich sehen, dass er da unheimlich schnell aus dem Hänger heraus, ja, fast springen will, muss man ja sagen. Das ist eigentlich genauso schlecht und genauso auch zu bearbeiten, wie dass der grundsätzlich nicht in den Hänger rein will. Also mit jedem Mal, wo es dem gelingt, im Schnellspurt so aus dem Hänger rückwärts rauszuspringen, merkt er natürlich wieder erneut, dass der sich mit seiner physischen Kraft dem Menschen gegenüber ganz leicht durchsetzen kann und auch entziehen kann. Das hat man eben schön gesehen, mit welcher Energie der gerade hier rückwärts raus wollte. Und jetzt schon wieder, das zweite Mal. Und da bremse ich ihn jetzt jedes Mal mit dem Seil auch wirklich ab und bestehe jetzt darauf, dass der aufpasst und dann versteht, dass ich möchte, dass er manierlich langsam zurückgeht und dass ich das genauso bestimmen kann wie das Verladen selber. So, und jetzt nach dem dritten Versuch ist er jetzt ja auch ganz manierlich rückwärts herausgegangen. Das ist eben auch so, glaube ich, sowas typisch Islandpferdemäßiges, dass man diese Art des Verladens so mit diesem Seil und mit diesem Fixieren ohne Probleme anwenden kann. Die Pferde, die können das unheimlich gut verstehen und umsetzen. Wenn ich mal wirklich einen Kandidaten habe, wo ich glaube, der könnte wesentlich mehr oder schneller in Hektik geraten, in Stress geraten, dann nehme ich den vorher ein paar Einheiten an den Longierpfosten dran. Auch da gibt es diverse Videos von mir drüber. Das war jetzt bei dem alles nicht nötig, weil das ist so ein alter Hase. Der weiß im Grunde ganz genau, was Sache ist. Und man sieht ja auch hier, der ist kein Stückchen aufgeregt oder gestresst. Der überlegt jetzt eher schon darüber nach, wie er jetzt den nächsten Versuch so ein bisschen untergraben kann, wieder auf den Hänger zu müssen. Das würde ich natürlich auch so, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass man das so niemandem empfehlen kann, der beispielsweise einen Vollblüder hat. Ja, wenn ich das
mit einem Vollblutpferd so mache, dann laufe ich tatsächlich Gefahr, dass der sich da auf der Rampe umbringt vor Stress und vor Aufregung. Das heißt, das ist schon so ein Stück weit so eine Islandpferdetypische Geschichte. So, nachdem der jetzt ein Momentchen außen ausruhen durfte, ein bisschen nachdenken konnte, hole ich ihn wieder in den Hänger hinein. Und man kann das ja im Grunde jetzt schon beobachten, was das für schnelle Erfolge bringt. Der versucht jetzt nicht ein einziges Mal nochmal irgendwo wirklich ernsthaft gegen dieses Seil anzuziehen und kommt auf einen leichten Anzug direkt wieder in den Hänger rein. Ist jetzt so ein bisschen aufgeregter als beim ersten Mal. Na, aufgeregt ist vielleicht der falsche Ausdruck, ja? So ein bisschen zappeliger, weil er ganz gerne direkt wieder rausgehen würde. Mir ist jetzt an so einer Stelle aber auch nochmal ganz wichtig, dass ich es schaffe, den auf dem Hänger zu behalten. Alleine dadurch, dass ich ihn vorne an dem Seil habe, an dem Strick habe und jetzt nicht von hinten komme und da gleich die Stange reinklemme und das Pferd schon wieder so von hinten eingeengt wird, von hinten eingeklemmt wird. Das soll alles nicht sein, sondern der soll verstehen, dass er auf dem Hänger stehen soll, weil ich das möchte, weil ich da vorne vor ihm stehe, weil ich ihn da halte. Und jetzt sieht man schon, dass er eine ganze Ecke ruhiger geworden ist. Und an der Stelle bieten wir ihm dann sogar mal drei Happen zu fressen an. Dadurch kann ich den Hänger im Grunde genommen zu einem angenehmen Ort machen, indem ich ihm da kurz was zu fressen gebe. Und er merkt, im Hänger an sich ist es eigentlich fast angenehmer als draußen vor dem Hänger auf der Rampe, wo er gegebenenfalls sich da auch mit dem Strick auseinandersetzen muss, der ihn dann eben auch einfach nicht zurückgehen lässt. Wenn ich ein jüngeres Pferd habe, was draußen auf der Rampe noch so ein bisschen mehr am Kämpfen ist am Anfang, gegen diesen Druck des Seils, wird der Hänger sowieso zu einem angenehmeren Ort, dadurch, dass das Pferd dann im Hänger einfach die Ruhe hat. Das muss man auch immer so ein bisschen verstehen, dass das ja durchaus eine Belohnung für das Pferd darstellt, wenn es einfach aus so einer anderen, stressigeren Situation herauskommt, in dem Fall dann in den Hänger irgendwann in dem Hänger drin ist und dann einfach merkt, es bekommt die Ruhe im Hänger. Ein paar Minuten auf dem Hänger war, kommt nun wieder das Ausladen. Und da ich jetzt direkt schon merke, dass er schon wieder so drauf und dran ist, so zurück zu springen und so mit so einer hohen Energie rauspoltern zu wollen, bitte ich die Besitzerin, die Hand mal etwas hinten auf die Kruppe aufzulegen, um das so nach hinten ein wenig abdämpfen zu können. Und das klappt dann auch direkt. Und das Aussteigen ist jetzt schon ruhiger gewesen und so ein bisschen gesteuerter als beim ersten Mal. Da kann man auch mal in Ausnahmefall wie jetzt ruhig auch mal was zu fressen geben. Es verstößt ja so ein bisschen gegen mein Prinzip, was ich eben ja gerade schon einmal kurz erklärt habe. Die Rampe vor dem Hänger soll eigentlich nicht so der angenehme Ort sein. Das Pferd soll wissen, dass es im Hänger eigentlich mehr die Wohlfühlzone hat. Aber dadurch, dass der jetzt eben mir zu schnell jedes Mal aussteigen will und so rückwärts aus dem Hänger rausspringt, mache ich hier mal die Ausnahme. Und dann geben wir ihm draußen auf der Rampe dann zur Belohnung, wenn er langsam rausgeht, dann im Grunde dann doch mal ein Leckerli. So, dann wieder ohne Probleme verladen. Da ist er jetzt ja fast schon von selbst reingekommen. Und jetzt wieder das heraus, wieder gleich die Hand hinten so ein bisschen auf die Kruppe. Und jetzt lasse ich ihn wirklich auch nur Zentimeter für Zentimeter so ein bisschen länger und
versuche das ganz gezielt zu steuern, dass ich ihn wirklich nur ganz, ganz langsam zurücklasse. Und er hat es eigentlich jetzt schon ganz gut verstanden, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass er da mit so einem großen Satz aus dem Hänger springt. So, brech das Ausladen jetzt sogar noch mal einen Moment ab. Und lassen uns noch mal Zeit, um ihn dann langsam rückwärts aussteigen zu lassen. Ah, und so sieht das jetzt eigentlich schon ganz vernünftig aus. Ist immer noch nicht so, wie man sich's wünscht und wie es im Endergebnis dann mal irgendwann sein könnte oder müsste, aber schon viel, viel besser als beim ersten Mal. Also, das ist so ein bisschen jetzt so das, was man bei dem vielleicht so ein bisschen mitnehmen kann vom Zugucken. Das Verladen selber war jetzt gar nicht so die Schwierigkeit. Durch dieses Seil, was vorne um die Bruststange einmal rumgelegt ist, kann man den nach vorne hin so ein bisschen fixieren. Da hat er keine Möglichkeit, am Hänger vorbeizulaufen, auch durch diese zwei Fänge, die links und rechts am Hänger angebracht sind, oder sich rumzudrehen oder irgendeinen anderen Blödsinn zu machen. Ich brauche im Grunde ja auch keine Person, der ihn vorne am Strick hat und ihn drauf führt. Zumindest jetzt erstmal nicht, die er dann irgendwo gegen die Hängerwand quetschen kann. Ich kann ja also ganz gefahrlos für Mensch und Tier arbeiten. Und das Pferd versteht ganz, ganz schnell, dass es im Grunde keine andere Wahl hat, als in den Hänger reinzukommen. Und jetzt muss er speziell eben auch noch verstehen, dass er auch keine andere Wahl hat, als langsam aus dem Hänger wieder auszuparken. So, und hier jetzt beim letzten Mal, ja, ganz hervorragend. Wartet dann sicherlich jetzt auch da an der Stelle nochmal einen Moment, weil er weiß, da kriegt er nochmal ein Stückchen rüber reingedrückt. Aber im Großen und Ganzen muss man das hier jetzt schon heute als wirklich guten Erfolg verbuchen. So, wir haben ihn dann nochmal verladen und wieder ausgeladen. Das ging dann nochmal ein Stückchen besser. Und jetzt am Ende habe ich die Besitzerin dann nochmal gebeten, ihn an den normalen Führstrick zu nehmen. Das habe ich aber nur gemacht, weil ich wusste, dass halt die Kameras laufen. Wenn ich das jetzt nicht hätte festhalten wollen, hätte ich ihr gesagt, wir lassen es für heute damit gut sein. Aber um mal zu zeigen, was das für eine Granate ist, er merkt dieses Seil ist ab und fängt direkt an, seine Besitzerin dadurch die Gegend ziehen zu wollen. So, das kann der also 100% einschätzen oder sofort einschätzen, dass das Seil ab ist, dass er nicht mehr angebunden ist und nutzt das im Grunde postwendend aus. Ich schätze den im Grunde auch so ein, dass man den vermutlich nicht hundertprozentig korrigieren wird können, was das Verladen angeht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man dieses Seil um die Bruststange vorne immer irgendwo parat haben sollte, am besten vorher schon vorbereitet haben sollte. Sicherlich wird er irgendwann, wenn er das noch 20 Mal so gemacht hat, auch auf den Hänger zu führen sein mit dem Strick. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass und wahrscheinlich früher als man denkt, auch wieder der Tag kommt, wo der versucht, seinen Menschen durch die Gegend zu zerren und eben nicht auf den Hänger zu müssen. Und für den Fall hat man dann eben dieses Seil direkt schon vorbereitet liegen, würde ihn einhaken und er würde sofort begreifen, okay, Schluss mit lustig, ich bin hier wieder fest und würde dann auch ohne Probleme auf den Hänger gehen. Ja, so wie man es eben jetzt hier auch wieder sieht. Ja, das Seil ist wieder dran. Klar, zögert er jetzt erstmal wieder einen Moment, weil er es ja eben einmal geschafft hat, seinen Menschen wieder durch die Gegend zu ziehen, aber begreift jetzt postwendend, dass es jetzt wieder anders ist
und er eben auch auf den Hänger drauf geht. Gut, das soweit zu diesem Pferd. Also hier sind noch viele, viele Wiederholungen nötig. Man wird sicherlich verbessern können bis zu einem gewissen Punkt, aber eine absolut hundertprozentige Korrektur kann ich mir bei dem nicht wirklich vorstellen. Dann haben wir an diesem Tag noch mit einem zweiten Pferd ein wenig Hängertraining gemacht. Der ist von der Problematik ähnlich wie das erste Pferd. Versucht relativ entschlossen nicht auf den Hänger zu müssen. Weiß genau, was er für eine physische Kraft hat. Und was auch ganz typisch ist, ja, für viele Islandpferde, dem muss man auch nicht mit Futter kommen und meinen, man kann die jetzt mit Futter da irgendwie auf den Hänger locken. Also da wird die Nacht lang, da steht man am nächsten Morgen noch da und die sind nicht drauf. Die sollen schon einmal verstehen, dass sie eben nicht die Kraft haben, sich hier zu entziehen. So, ich habe es gerade schon erwähnt, er ist ein bisschen jünger. Noch ein bisschen junger Wilder. Und wird gleich sehen, dass der sich hier auch ein Stückchen weit ernsthafter versucht, aus der Affäre zu ziehen. Aber auch hier lassen wir mal die Uhr mitlaufen und werden auch gleich sehen, wie schnell der dann doch überzeugt ist, dass er auf den Hänger geht. Und auch hier ist die normale Verladezeit immer gewesen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das muss man auch immer mal so ein Stückchen weit sich mal klar machen, was das für einen Stress für so ein Pferd bedeutet. Wenn ich da zum Verladen jedes Mal eine halbe Stunde oder eine Stunde brauche, oder mir haben Leute erzählt, dass sie, um ihr Pferd zu verladen, 3 Stunden brauchen, was das für einen Stress für so ein Pferd bedeutet. Da ist doch die Variante oder die Technik, so wie man sie hier auf dem Video gerade sieht, doch wesentlich pferdegerechter und am Ende eben auch eine Ecke sicherer für das Pferd. Gut, jetzt steht er hier und überlegt noch so ein bisschen, wie er sich hier aus der Affäre ziehen kann. Und dann kommt eben das, was oft passiert, dass die dann wirklich mal sehr ernsthaft versuchen, sich hier loszureißen. Und daher sieht man auch, wie wichtig das ist, dass man einfach mit stabilem Werkzeug arbeitet. Und das war es jetzt im Grunde schon. Er hat verstanden, dass das nicht klappt. Braucht noch einen Moment, um jetzt wirklich den Schritt zu machen, auf den Hänger zu kommen. Aber auch hier, wenn man sich die Pferde immer wieder anguckt, der hat die Ohren gespitzt, der guckt ganz wach und aufmerksam, der ist nicht aufgeregt, der ist nicht gestresst. Das ist so dieses typische Island-Pferdemäßige, dieses besonnene Überlegen, was kann ich vielleicht unternehmen, um aus der Situation noch ein bisschen rauszukommen und nicht auf den Hänger zu müssen. Aber am Ende kommt dann immer die Einsicht, dass es eben nur diesen einen Weg gibt und nur diese eine Richtung gibt. Das Einzige, was ich immer wieder so ein bisschen mache, ist, dass ich dieses Seil etwas nachziehe, immer so ein bisschen auf Spannung halte, um das Pferd dann irgendwann zum Nachgeben zu bewegen. Und dann fällt da eben auch die Entscheidung, nach vorne in den Hänger zu kommen. So, auch hier haben wir es gemacht, dann wie bei dem ersten Pferd. Wir haben ihn noch einige Male ausgeladen und nochmal eingeladen. Ich will das jetzt nicht alles hier in voller Länge zeigen. Es wiederholt sich am Ende dann doch immer wieder. Er hier ist in Ruhe auch wieder ausgestiegen. Das werden wir auch gleich sehen. Und hat dann auch bei dem nächsten Versuch bereits überhaupt keinen Widerstand mehr gegeben mit dem Verladen.
dadurch, dass der jetzt relativ jung ist und wir hier recht früh auch angefangen haben, dem so ein bisschen seine Grenzen aufzuzeigen, kann ich mir gut vorstellen, wenn man das mit ihm so einige Male übt, wird man den ganz normal mit Führstrick auf den Hänger bekommen. Da glaube ich auch nicht, dass die Gefahr besteht, dass da großen Rückschlag kommt. Aber selbst wenn es mal passieren sollte, hat man ja mit dieser Verlademethode immer schnell ein gutes Werkzeug an der Hand, um das dann doch wieder zu korrigieren. Eine Anmerkung, die ich am Ende dieses Videos noch mal kurz machen möchte, ist, dass ich ja auch schon gefragt wurde, warum ich denn die Filme so zeige, wie ich sie zeige, mit diesen ganzen manchmal doch recht spektakulären Szenen. Und dann muss ich doch immer wieder sagen, ich finde es auf der einen Seite ja immer ganz spannend, wenn ich mir auch so Videos von anderen Trainern mal angucke, wie die das machen. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann wiederum ein bisschen langweilig oder eben auch ein bisschen öde, wenn ich etwas erklären möchte oder ein Problem erklären möchte und auf dem Video ist aber nichts von irgendeinem Problem zu sehen. Also wenn ich ein Verladevideo mache über Verladen von etwas schwierigeren Pferden, dann möchte ich eben auch gerne die etwas schwierigeren Pferde zeigen. Da muss ich dann immer ein bisschen grinsen, wenn Reiter oder Trainer irgendwelche Videos machen über irgendwelche Probleme. Das muss ja nicht immer Verladetraining sein. Kürzlich musste ich wirklich grinsen über ein Video, über das ich zufällig gestolpert bin. Da hat ein Trainer erklären wollen, was ich gegen Drängeln beim Führen und wenn das Pferd fressen will beim Führen oder wenn es mich überholen will beim Führen, was ich dagegen so machen kann. Der stand dann auf einem Feldweg mit einem grottenbraven Pferd. Der Führstrick, der hing bis auf den Boden durch. Das Pferd stand da halt. Also war offensichtlich kein Stück verfressen, war offensichtlich ja auch ganz gut erzogen und hat dann 5 Minuten erzählt, was man gegen Drängeln, gegen Fressen wollen, gegen Überholen machen kann beim Führen. Aber das ist doch total witzlos. Wenn ich sowas zeigen will, dann muss ich das mit einem Pferd zeigen, was diese Probleme eben auch entsprechend hat. Und dann muss ich eben auch mal zeigen, was ich dagegen tun kann. Alles andere finde ich ja persönlich wirklich ein bisschen langweilig und ein bisschen öde. Aber so sind die Geschmäcker halt sehr unterschiedlich. Und ich hoffe immer, es macht doch ein paar Leuten Spaß, diese Videos hier anzugucken. Und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.